Ich denke, dass wir oft ein Problem mit Definitionen haben. Als Beispiel, wenn wir in einem Team irgendwelche Ziele erreichen wollen, dann sind wir mit Sicherheit alle der Meinung, dass wir professionell arbeiten wollen. Aber was bedeutet Professionalität wirklich? Aus meiner Sicht geht es bei Professionalität darum, nichts dem Zufall zu überlassen. Ein Profi ist nicht jemand, der mit irgendeiner Sache Geld verdient, sondern ein Profi ist jemand, der sagt, ich überlasse nichts dem Zufall. Ich frage nach, ich hinterfrage, ich gebe permanent mein Bestes und versuche permanent das möglich zu machen, was machbar ist. Professionalität bedeutet ja nicht zu sagen, ich lerne einen Skill und mache den immer weiter, sondern sich auch die Frage zu stellen, auf einer Metaebene, ist der Skill überhaupt noch angemessen? Ist das überhaupt richtig, sich noch so zu verhalten? Aber ich überlasse nichts dem Zufall. Es kann sein, dass ich mich entscheide, bestimmte Dinge zu ignorieren. Aber auch das Ignorieren ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, bestimmten Dingen nicht nachzugehen, bestimmten Dingen keine Priorität zu geben. Profi bedeutet, nichts dem Zufall zu überlassen. Ein Profi geht ins Detail.